Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie A, heute wieder live dabei sind und B, wir diese Webinarreihe auch im neuen Jahr mit Julian wieder weiter zusammen machen dürfen und können. Also vielen Dank nochmal hier an der Stelle, Julian. Und bevor es aber jetzt tatsächlich losgeht, das hat sich nicht verändert, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wichtig und das bleibt auch in Zukunft so. Sehr gut, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und ja, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, jetzt müsstest du mir mal sagen, welchen Wir sehen Bildschirm ein man sieht. Word-Dokument, jetzt sehen wir die Präsentation. Super, dann übernehme ich ab hier, lieber Nelson. Danke dir. Gerne. Gut, dann auch erstmal von meiner Seite, ja, auch wenn der erste Monat fast rum ist, nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass alle Teilnehmer und auch alle, die sich im Nachgang die Aufzeichnung anschauen, gut reingekommen sind, alle gesund sind, alle wohlauf sind. Und ja, vielleicht schon fleißig Pläne für das neue Börsenjahr haben. Ich versuche hier auch wieder sehr gerne mit FX Flat in diesem Jahr meinen Teil dazu beizutragen, ein bisschen Content zu liefern in regelmäßigen Abständen hier über diese Webinarreihe, die wir fortführen. Da freue ich mich sehr drüber. Wie gesagt, auch von meiner Seite vielen Dank für die Möglichkeit und ja, auch vielen Dank für das letzte Jahr. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben schon einige Termine fixiert für dieses Jahr. Die kann ich hier auch einmal schon mal einblenden. Das sind die Termine, die hier jetzt spruchreif sind. Das heißt, wir haben hier eigentlich so einen Turnus von so alle 2 Monate hören wir uns. Und ansonsten, wenn Fragen sind, dann gern immer auf mich zukommen per Mail. Ich habe gesehen, dass die eine oder andere Frage von mir noch nicht beantwortet worden ist, die ich per Mail bekommen habe. Da bitte ein bisschen Nachsicht haben. Das werde ich jetzt spätestens Ende der Woche dazu kommen, weil ich privat noch ein bisschen was oder relativ viel in letzter Zeit zu tun hatte. Dementsprechend werde ich dem Ganzen aber auch zeitnah nachkommen. Vielleicht für die Leute, die mich noch nicht kennen, eine kleine Vorstellung meinerseits, damit man auch weiß, wer hier spricht. Ja, mein Name ist Julian. Ich bin begeisterter Börsianer seit über einer Dekade mittlerweile und betreibe die Webseite einkommen-investor.de, ebenfalls den gleichnamigen YouTube-Kanal, den man hier sehen kann. Den ich hier einmal einblende, so sieht das Ganze aus. Ich hatte jetzt in der ja, letzten Zeit eine kleine kreative Schaffenspause. Nichtsdestotrotz von meiner Seite wärmstens zu empfehlen, hier einmal vorbeizuschauen, vielleicht auch ein Abo dazulassen. Da sind mittlerweile über 250 Videos online. Und ansonsten vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu mir, was ich so mache, beziehungsweise wie ich auf die Börse aufmerksam geworden bin. Ich bin, wie gesagt, seit über einer Dekade an der Börse aktiv. Ich bin damals im Rahmen meines Finanzmarktstudiums auf die Börse aufmerksam geworden, habe während meiner Studentenzeit sehr viel aktiv gehandelt, ja, so wie man das kennt, klassisches Daytrading. Und dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich viel mehr begeistert bin davon, Geld zu investieren, das für sich arbeiten zu lassen, um schlussendlich die Möglichkeit zu haben, ja, Geld zu verdienen, ohne seine Lebenszeit dafür einsetzen zu müssen. Das war eigentlich so das, was mich ganz grundsätzlich ja, fasziniert hat an der Börse. Und dementsprechend bin ich dann irgendwann von diesem aktiven Daytrading weg und hin auf die Investorenseite gewechselt und habe mich dann da weiter eruiert hin zum einkommensorientierten Investieren. Das heißt, da der Fokus darauf, gar nicht mal ein größtmögliches Aktienportfolio aufzubauen, sondern eigentlich einen größtmöglichen Cashflow zu erzeugen. Und mittlerweile, beziehungsweise aus dieser Zeit des Handelns, habe ich aber immer noch systematische Portfoliostrategien, die ich weiter handle. Das heißt, inzwischen kombiniere ich das Ganze. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einkommensorientierte Portfolios, aber auch ganz klassisch ja, Langfrist-Value-Portfolios und gleichzeitig auch noch systematische Handelsstrategien. Das heißt, es ist ein sehr schöner Mix, der sich dann auch, wie wir gleich auch sicherlich drauf zu sprechen kommen, in so Phasen, wie wir sie aktuell gesehen haben in den letzten Tagen, dann ganz schön
ausgleichen und diversifizieren. Wenn Fragen sind, gerne am Ende. Ich habe diesen Frage-Button hier aktuell auf meinem Bildschirm, habe ich da auch keinen Blick drauf. Das heißt, nicht wundern, falls Fragen reinkommen. Ich versuche, die dann am Ende des Webinars zu beantworten. Und ansonsten, wie gesagt, im Nachgang dann gern auch per Mail. Hier nochmal der Blick auf die Webseite und ansonsten von meiner Seite natürlich auch. Der Nelson hat das schon so schön am Anfang gesagt. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Alles, was ich sage, ist lediglich meine Meinung, dient zu Schulungszwecken, ist in keinster Weise eine Kaufempfehlung oder eine Handelsaufforderung. Alles, was ich sage, darf hinterfragt werden. Sie können sich daran inspirieren, dann aber, wie gesagt, natürlich immer auf eigenes Risiko. Ja, wie gesagt, wir starten hier auftaktmäßig von meiner Seite in das Jahr 2022. Ich habe wie immer ein Zitat mitgebracht: Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Finde ich, trifft es eigentlich sehr gut. Ich denke mal, diesen Satz kann man oder kann jeder für sich ein Stück weit interpretieren und da vielleicht auch mal sich und seine Motivation bei der Geldanlage hinterfragen. Ja, wenn man das auf sich wirken lässt, denke ich, kommt da jeder zu einer interessanten Erkenntnis beziehungsweise kann das für sich irgendwie verwenden. Ansonsten starten wir mit dem Börsenausblick 2022. Ich möchte ein bisschen was dazu sagen, wie ich das Jahr heute, ja, aus dem Januar heraus einschätze, was ich erwarte. Ganz wichtig an der Stelle, Disclaimer, ich habe keine Glaskugel. Ich versuche auch nicht, die Märkte hervorzusagen, sondern das ist immer ein Jonglieren mit Wahrscheinlichkeiten. Die Leute, die öfter reinschauen und auch vielleicht meine Videos verfolgen auf YouTube, die wissen, ich bin sehr inspiriert von saisonalen Mustern, von saisonalen Abfolgen, sei es in der Wirtschaft, ja, sei es an der Börse. Und auch das lasse ich dieses Jahr und auch in diesem Webinar wieder auf jeden Fall durchklingen und versuche das Ganze dann ein Stückchen weit zu antizipieren. Aber auch hier ist mir natürlich klar, dass weder ich noch in der Regel jemand anders die Börse zu 100% hervorsagen kann. Dann werden wir ein, zwei, drei Fragen besprechen, die ich mitgebracht habe. Wir werden einen Ausblick machen auf den Februar, der vor der Tür steht, einen kleinen Rückblick auf den Januar, der jetzt hinter uns liegt, der sehr turbulent war. Und zu guter Letzt habe ich einfach mal 10 Aktien mitgebracht, die ich vorstellen möchte. Ein paar davon habe ich in meinem Portfolio, ein paar davon sind auf der Watchliste. Manche davon möchte ich nachkaufen, manche eher nicht. Einfach mal so ein bunter Mix von Dividendentiteln, Value-Titeln, also ganz bunter Blumenstrauß an Aktien. 10 Werte habe ich mitgebracht. Ich denke, das ist für so ein Auftakt-Webinar doch eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal möglichst viel Praxis hier mit einfließen zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Börsenausblick 2022. Das Besondere in diesem Jahr ist, wir befinden uns in einem Midterm-Year. Midterm Year bedeutet, das Ganze ist jetzt sozusagen gemessen an dem amerikanischen Wahlzyklus und der dahinterliegenden Systematik, die wiederum ist saisonal ausgewertet worden. Und so kommen wir sozusagen aus einem Post-Election Year, das ist dieses Jahr hier. Ja, das heißt, dieser Jahresverlauf ist sozusagen das Jahr 2021 und dieses Jahr ist sozusagen das Midterm Year, in dem wir uns jetzt befinden. Das Ganze ist, wie gesagt, eine saisonale Auswertung, die nicht hundertprozentige Treffsicherheit hat, logischerweise, aber die sehr oft als eine gute Orientierung dient. Was hier auf jeden Fall auffällt in diesem Midterm-Year, und das macht das Midterm-Year eigentlich sehr besonders und spiegelt auch schon so ein bisschen meine persönliche Erwartungshaltung wider. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, dass ich glaube, dass wir in diesem Jahr Kursrutsche erwarten können, also wirklich ein volatiles Jahr erwarten können und tendenziell auch tiefere Kurse sehen werden. Dass das jetzt so schnell geht, ja, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, hätte ich persönlich jetzt auch nicht erwartet, aber was wir hier auf jeden Fall sehen ist, dass das Jahr hier ungefähr startet und hier beginnt, hier endet, sorry. Wir starten hier, wir enden hier. Das bedeutet, unterm Strich, ja, wenn man einen Strich drunter zieht, ist eher von einem tendenziell negativen Börsenjahr
zu rechnen, zumindest wenn man hier diesem Zyklus von Sisonax Glauben schenken mag. Rein von dem, was ich erwartet habe, und ich glaube, das habe ich auch 2021 in meinem letzten Webinar bei FXFlat durchklingen lassen, wir kamen aus einem sehr starken Jahr, aus dem Post-Election-Year, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir in Q1 auch noch stärkere Märkte sehen werden. Und dann, so war zumindest meine Idee, dass man dann zum Beispiel anfängt, Positionen abzubauen, um dann hier in dieser Zeit, in diesem Zyklus hier sozusagen nicht mit dabei zu sein, um dann aber wiederum Ende Q3 langsam wieder Positionen aufzubauen. Denn von da aus ist es dann zumindest, wenn man den saisonalen Mustern Glauben schenken darf, wieder eine sehr schöne Börsenphase zu erwarten. Aktuell sieht das Ganze sehr turbulent aus. Also das Ganze läuft aktuell viel stärker unter den Jahreseröffnungskurs, als ich das zumindest erwartet habe. Und damit muss man einfach schauen, wie man am Ende umgeht. Wir schauen uns das mal ein bisschen vergrößert an. Das heißt, hier sehen wir jetzt wieder das Midterm hier, aber nochmal in bisschen größer. Das heißt, der Januar eröffnet hier und schließt eigentlich, was heißt schließt eigentlich? Schließt im Plus. Das heißt, wir öffnen hier unten, schließen im Plus und haben aber, und das ist jetzt interessant, haben aber auch hier einen relativ starken Abverkauf drin. Auch dieser Abverkauf ist unter den Eröffnungskurs zu erwarten, ja, diese kleine Ecke. Wir befinden uns aber aktuell natürlich viel weiter hier unten. Das heißt, wir sind viel weiter von dem aktuellen Eröffnungskurs entfernt. Das heißt, da stellt sich die Frage, ob wir überhaupt noch mal diesen Anstieg hier sehen werden oder ob wir quasi von hier aus dieses Ganze uns sozusagen sparen und gleich in das, was eigentlich von dem Midterm hier zu erwarten ist, in einen Kursabbau gehen. Schlussendlich darf man, und deswegen möchte ich noch einmal kurz zurückgehen, aber auch nicht vergessen, dass das Ganze dramatisch aussieht, aber letztendlich korrigiert es eigentlich nur, und das möchte ich an dieser Stelle auch immer noch mal betonen, eigentlich korrigiert es an dieser Stelle nur die zuvor erfolgte Bewegung. Das sieht man hier auch noch mal. Wir haben hier sozusagen dann die Korrektur, die ja, die ist sehr scharf, aber am Ende des Tages geht es davon dann schlussendlich auch wieder hoch zu neuen Hochs. Also dieses Midterm hier, zumindest das, was man hier sieht und was wir auch aktuell sehen, korrigiert eigentlich nur die sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, die wir zuvor gesehen haben. Schauen wir uns das Ganze mal im DAX an. Wir haben hier mal den DAX, ein ganz klassischer Chart, einfach mal mitgebracht, dass man sich das mal anschauen kann. Und was hier natürlich sehr schön auffällt, wir haben hier ja, Unterstützungsniveaus so um die 14.800 bis, ich sag mal, 15.300. Und das ist genau das, was wir auch jetzt die letzten Tage angelaufen haben. Wir sind nachbörslich ja auch schon darunter gefallen und haben das aber jetzt so ein bisschen zurückerobert. Als ich den Freitag negativ gesehen habe, dann den Montag negativ gesehen habe, da habe ich mir schon gedacht, dass wir so einen kleinen Turnaround Tuesday bekommen, zumindest so einen kleinen Break. Ich glaube nicht, dass der Kurs oder der Abverkauf generell gestoppt ist, aber ich glaube, dass das eigentlich so ein Erholungstag war. Ich bin dann, wie gesagt, morgen auf den Mittwoch und auf den Donnerstag gespannt, wie es dann weitergeht. Aber aktuell, zumindest nach diesem Chart hier, befinden wir uns erstmal noch in dieser sehr stark unterstützten Zone. Wenn wir die nachhaltig verlassen, dann glaube ich, dass wir uns auch noch mal eine ganze Stufe tiefer wiedersehen werden. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein und schauen uns mal die Eröffnung des Jahres an. Wir haben hier in diesem Bereich eröffnet. Stimmt nicht, wir haben weiter vorne eröffnet. Das war ein Gap Down. Wir haben hier eröffnet. In diesem Bereich eröffnet, sind dann erstmal gestiegen. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir in diesen saisonalen Mustern gesehen haben. Und dann sind wir, genau wie bei diesen saisonalen Muster zu erkennen, auch nochmal unter den Jahreseröffnungskurs gedippt. Und davon hätten wir eigentlich neue Hochs machen müssen. So wäre zumindest saisonal betrachtet eigentlich ein völlig normaler Verlauf, hier ein bisschen unter den Eröffnungskurs, um dann wieder hier auf diesen Bereich zu steigen. Stattdessen sind wir aber, wie gesagt, hier in diesem Bereich dann durchgebrochen und haben uns dann nach unten hin verabschiedet. So, schauen wir uns das Ganze mal auf der US-amerikanischen Seite an, denn das ist ja sehr häufig so an der Börse, dass die meisten Bewegungen oft auch durch die Amerikaner kommen und die
deutschen Börsen mehr oder weniger dem Ganzen folgen. Ich habe hier nochmal eine Grafik mitgebracht, die ich auch ganz interessant finde. Ich würde dem Ganzen jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit gegenüberbringen. Man darf aber nicht vergessen, dass wenn mehrere Puzzleteile deckungsgleich sind oder einen ähnlichen Verlauf vorhersagen oder darauf hindeuten, dann sollte man dem Ganzen, glaube ich, schon zumindest mal eine Beachtung schenken. Und was wir hier sehen in diesen 2er-Jahren, also 2022, sehen wir auch hier, dass es eher ein, ja, eher turbulentes Börsenjahr zu erwarten gilt. Ja, und auch hier sehen wir einen sehr starken Abverkauf, der dann irgendwann so Mitte des Jahres anfängt zu drehen in einen sehr schönen Kaufimpuls. Ja, und den gilt es dann natürlich zu erwischen. Und der trägt sich dann auch, zumindest wenn man dieser Auswertung hier Glauben schenken mag, über die nächsten Jahre. Aber das Zweierjahr ist, wie gesagt, wie man das hier sieht, ein sehr interessantes Jahr. Das heißt, alle, die vielleicht auch neu an der Börse sind, glaube ich, hält dieses Jahr sehr große Chancen bereit. Alle, die aktuell schon investiert haben und jetzt vielleicht mit ihren Depots unter Wasser sind, da wird das Ganze sicherlich mentale Forderungen oder Herausforderungen mit sich bringen. Aber auch hier immer mein Appell, nicht die Nerven zu verlieren, sondern lieber, wenn man die Möglichkeit hat, Liquidität beiseite haben und dann in den richtigen Momenten auch den Mut haben, zuzugreifen. Zumindest ist das die Strategie, die ich fahre und mit der ich bis jetzt immer ganz gut vorangekommen bin. Hier einmal das Midterm hier vom Dow Jones, beziehungsweise von der Perspektive des Dow Jones. Das heißt, wir haben hier das Jahr, in dem wir uns befinden. Das Post-Election Year ist das Jahr, aus dem wir kommen. Und auch hier sehen wir im ersten Quartal und auch ja in Mitte oder Anfang des zweiten Quartals eigentlich nur steigende Kurse, bevor wir dann hier ins Negative laufen. Mit negativ meine ich, dass wir unter den Jahreseröffnungskurs fallen. Wie gesagt, ist jetzt aktuell anders, aber und auch hier, das ist wieder das Schöne, auch hier gibt es einen Zeitpunkt, der ist ja so Ende Q3, der dann auch hier eine Initialzündung auslöst und in eine sehr schöne Börsenrallye mündet. Das ist so ein bisschen das, was es meiner Meinung nach dieses Jahr ganz grob gesprochen versuchten oder was man versuchen wollte, sollte zu erwischen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn die Strategie von einem persönlich darauf auslegbar ist, ausrichtbar ist, dann könnte man da auf jeden Fall schauen, dass man in diesen Wendepunkten versucht einzusteigen. Hier nochmal das Ganze in größer, der Dow Jones, auch hier wieder Midterm Election Year Zyklus und wie gesagt, wir sehen hier, um das Ganze nochmal ein bisschen genauer sich anzuschauen, Mitte, Ende September, Anfang, Mitte Oktober ist wieder die interessante Phase, bei der man auf jeden Fall am besten ein bisschen Liquidität an der Seite haben sollte. Und ansonsten, wie man hier sehen kann, ist das Ganze sehr, sehr turbulent. Ähnlich wie auch bei dem Bild vom DAX sieht man, dass man unter diesem Jahreseröffnungskurs auch hier so einen kleinen Dip sieht. Wie gesagt, wir sind jetzt deutlich weiter. Deswegen würde ich sagen, ist dieses Szenario hier erstmal hinfällig. Und ich sehe es aktuell eher, dass wir uns ja, weiter Richtung Süden wahrscheinlich bewegen werden, bevor wir dann irgendwann im Laufe des Jahres wieder steigende Kurse sehen werden. Aber wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Wir werden uns da auf jeden Fall den einen oder anderen Chart auch noch zu Gemüte führen. Was auffällt oder auffällig ist, das sind hier so diese langen Dochte im Dow Jones, die hier auf jeden Fall zeigen, dass hier reagiert worden ist. Wenn man jetzt, ich sag mal, das Ganze sich charttechnisch anschaut, dann wird einem auffallen, dass wir hier auch bei den oder unter die letzten Tiefs gegangen sind, da wahrscheinlich auch ja, Stops lagen. Ja, wenn man das sieht, das hier war das relative Hoch, das ist hier unterstritten worden. Dementsprechend sind hier viele Stops wahrscheinlich oder einfach Käufer, die Long-Position hatten, die eingedeckt werden mussten. Und dementsprechend haben wir hier auf jeden Fall hohe Volumina gehabt, die umgesetzt wurden. Einfach weil ja Leute, die in Schieflage geraten sind, sich eindecken mussten und so weiter und so fort. Ist, denke ich, relativ normal und würde ich jetzt auch einfach erstmal weiter beachten. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass, wie man das vielleicht aus der Candlestick-Formation her kennt, dass das Umkehrsignal ist oder die Initialzündung ist einer starken Gegenbewegung, sondern das würde ich erstmal abwarten, wie sich das Ganze jetzt verhält, ob hier in diesem Bereich weitere Dochte ausgebildet werden können und ob man dann auch schafft, hier dieses Hoch
zu überschreiten, dann denke ich mal, kann man auf jeden Fall mit einer Gegenbewegung rechnen. Ansonsten würde ich hier auch erstmal weiterhin, wenn man die Möglichkeit hat, erstmal abwarten. Im Großen und Ganzen auch nochmal zusammenzufassend, wir sind im laufenden Jahr knapp 5% im Minus, davon alleine 4,24% in einer Woche. Das heißt, man sieht, wir sind langsam aber sicher wieder in etwas volatileren Zeiten angekommen und werden mal schauen, wie sich das Ganze jetzt so Monat für Monat fortschreitet und wie sich das Ganze einfach entwickelt. Rückblick Januar 2022 möchte ich jetzt im Anschluss einmal durchgehen und dann folgend die Vorschau für den Februar mit euch besprechen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir das saisonale Muster, das unterjährige saisonale Muster des DAXes. Beginnend logischerweise mit dem Januar. Und wenn man sich das anschaut und jetzt mal vergleicht mit dem Midterm-Year, dann merkt man, dass dieser Dip, den wir gerade haben, oder dieser Abverkauf eigentlich gar nicht so besonders ist. Denn wenn man das hier mal sieht, ist es eigentlich genauso gekommen, wie man das hier anhand der klassischen Seasonals ohne Berücksichtigung des Wahlzyklus der USA, sieht man, dass das Ganze eigentlich gar nicht besonders ist. Denn wir haben einen kleinen Ausreißer gegen Norden und dann einen sehr starken Abverkauf. Und das ist eigentlich hier auch passiert. Und das, was wir gerade sehen, ja, würde ich sagen, pflegt sich sehr schön in das Bild hier ein, dass wir gerade eine kleinere Korrektur sehen, bevor wir dann eigentlich eine zweite Welle nach unten sehen. Und von der ausgehend könnten wir dann erstmal wieder eine Erholung starten. Ja. Das ist zumindest erstmal so das, was mir jetzt hier bei der Betrachtung des Januars auffällt. Es wird sich zeigen, ob wir dann tatsächlich hier dieser Saisonalität folgen, um dann im Februar sogar neue Jahreshochs zu machen. Das heißt, ob wir diesen Eröffnungskurs von 2022 denn hier im Februar überschreiten und da sogar neue Hochs machen, das werden wir sehen. Aktuell sieht es auf jeden Fall nicht danach aus, aber auch hier schauen wir mal, was der Monat und die nächsten 4 Wochen mit sich bringen. Jetzt wissen wir ungefähr, was wir zu erwarten haben und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Charts denn aktuell so für uns aussehen. Das, was wir hier sehen, ist der DAX auf Monatsbasis, sieht man hier an der Seite. Und wenn man sich das Ganze einmal anschaut, und ich bin ein großer Freund davon, sich immer mal die Unterstützung und Widerstandslinien bzw. diese Bereiche zu markieren, dann sehen wir, dass wir hier sehr weit in der Bewegung sind auf Monatsbasis und es durchaus schön wäre, wenn wir hier mal einen Pullback bekämen, so Richtung 14.000 auf die letzten Unterstützungslinien, dass die einfach mal getestet werden und von da aus sozusagen dann wieder Richtung Norden starten. Das wäre meines Erachtens nach absolut gesund und wäre auch für mich überhaupt kein Drama. Ich glaube, es sieht vieles schlimmer aus, als es dann schlussendlich ist. Des Weiteren ist ein weiterer sehr starker Widerstandsbereich hier so um die 12.000. Auch dieser wäre meines Erachtens nach jetzt immer noch nicht ein absolutes Drama, wenn der sozusagen getestet werden sollte. Aber darunter würde ich dann auch sagen, wird es langsam aber sicher wirklich kritisch. Und da muss man sich einfach immer die Frage stellen, ob die Strategie das Ganze hergibt, dass man sagt, man bleibt so lange in den Märkten drin oder ob man vielleicht mit einem Hedge arbeitet, ob man vielleicht mit Optionen arbeitet oder ob man vielleicht auch Teile seines Portfolios liquidiert, um später wieder zu investieren. Das ist dann immer so ein bisschen individuell von der Strategie her abhängig. Ich persönlich, gerade in meinen Langfristportfolios, gerade in meinen einkommensorientierten Portfolios, die leben ja schlussendlich davon, weil ich gerade in diesen Rückgängen immer zukaufe, um schlussendlich meine Position zu vergrößern und auch meine Dividendenrendite zu erhöhen. Dementsprechend ist es für mich kein Problem. Ich stelle weder Positionen glatt noch mache ich mir großartige Sorgen, sondern ich wähle die Position sehr bedacht aus, die ich in mein Portfolio einbuche und dann habe ich damit oder kann ich damit auch leben, wenn mein Portfolio hier jetzt mal
unter Wasser ist. Das kennen wir ja vielleicht auch schon aus der Zeit, wo wir hier so mehr oder weniger diese wahnsinnserratischen Bewegungen hatten. Da war das ja nochmal viel, viel deutlicher. Und da sah der Chart deutlich schlimmer aus, als er das aktuell aussieht. Für mich ist es nach wie vor, zumindest auf Monatsbasis, ein Aufwärtstrend. Gucken wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis an. Und da fällt auf, dass wir uns hier, wie gesagt, in diesem Unterstützungsbereich befinden. Hier unten der weite Unterstützungsbereich ist hier so dieser ganze Bereich. Und da wird sich einfach zeigen, ob wir hier Richtung 14.000 runterkommen. Das Ganze sieht gerade aus wie so eine Top-Bildungsphase, ne? So als wäre das, würde man das immer mal wieder testen und irgendwann schaffen die Käufer es halt nicht mehr, diesen Bereich zu halten und dann geht es halt eine Etage tiefer oder aber es kommt die Energie und es geht wieder nach oben. Das wird sich halt zeigen, aber wie gesagt, für mich ist das alles langfristig betrachtet überhaupt nicht dramatisch. Auf Tagesbasis sieht man das auch. Da haben wir hier gerade, wenn man mal die Kerzen Range sich mal anschaut. Hier haben wir zum Beispiel eine große Kerze mit viel Volatilität. Hier haben wir eine große Kerze mit viel Volatilität. Und was folgt darauf immer? In der Regel folgen darauf immer kleinere Kerzen, die diese große Kerze erstmal ein Stückchen weit konsolidieren. Das sieht man jetzt hier auch. Der heutige Börsentag, der ist dann erstmal klein, läuft in der Range des Vortages, konsolidiert und dann wird man einfach sehen, bricht er nach oben aus oder bricht er nach unten aus. Aber diese Konsolidierungsphasen braucht der Markt eigentlich immer. Das sieht man sehr deutlich, wenn man sich mal größere Kerzen oder größere Schübe anschaut. Also alles nichts wirklich für mich jetzt, was mich beunruhigt. S&P 500 saisonal betrachtet, auch hier der Januar, alles andere als ein spektakulärer Monat. Wir haben viele Hochs, wir haben viele Tiefs. Auch hier dippen wir einmal unter den Jahreseröffnungskurs. Im Großen und Ganzen eröffnen wir ungefähr hier und schließen hier. Das heißt, saisonal betrachtet ist der Januar, zumindest beim S&P 500, eher ein positiver Monat. Glaube ich, wird diesen Monat schwer werden. Nichtsdestotrotz muss man schauen, was die Zukunft bringt. Der Februar gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, der ist ungefähr plus minus null, vielleicht leichter, leicht Tendenz positiv. Aber auch da ist nicht wirklich spektakulär etwas zu erwarten. Einen kleinen Anstieg bekommt man dann wieder im März. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, so der Februar auch ein nicht wirklich spektakulärer Monat. So, schauen wir mal an, wie sieht das Ganze denn hier im S&P 500 aus? Und auch da finde ich, wenn man mal ehrlich ist und da mal so ein bisschen die Emotion rausnimmt, dann wird man merken, wir sind einfach wahnsinnig stark gestiegen, ohne mal wirklich signifikant zu korrigieren. Die letzten wirklich großen Unterstützungsbereiche hier so um die 3.500. Ich meine, klar, man hat hier oben was in diesem Bereich, 4.300, wurden eigentlich nie wirklich getestet. Man hat hier so eine kleine Phase, aber dann ging es eigentlich nur in eine Richtung. Und ich finde, da ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass hier auch mal eine Korrektur kommt. Und da ist einfach nur die Frage, erwischen wir eine zeitliche Korrektur, also eine Korrektur, die sich über einen längeren Zeitraum schiebt, aber im Preisbereich nicht wirklich tief geht, oder aber bekommen wir eine schnelle Korrektur, die dann sehr impulsgerichtet ist, die aber zeitlich sehr kurz ist. Ja, das ist einfach, jetzt bleibt es abzuwarten. Gerade wirkt es eher so, als wenn wir eine sehr starke Korrektur sehen, preislich betrachtet. Auch hier, wie wir das vorhin schon gesehen haben, sieht es so aus, als wenn der S&P auch hier so ein bisschen anfängt zu reagieren in diesem Bereich. Wie gesagt, nicht wirklich untypisch, denn das ist das letzte große relative Tief. Auch hier hat man ein relatives Tief, weil danach ein relatives Hoch gefolgt ist. Aber hier haben wir so ein richtig markantes und ja, da setzen natürlich viele Stops. Dementsprechend reagiert der Markt hier und da wird sich einfach zeigen, ob wir ja die Kraft haben, um nach oben zu starten oder aber ob wir hier in den nächsten Tagen tiefere Tiefs sehen werden. Wie gesagt, dieser Turnaround Tuesday ist immer so ein bisschen, ich sag mal, leicht vorhersehbar. Wenn man da mal drauf achtet, wird man merken, dass das tendenziell wirklich sehr häufig so ist, dass der Dienstag nach einem starken Abverkauf am Freitag und dann auch am Montag dann eher so ein bisschen, ja, Ruhe in den Markt reinbringt oder Zeit mitbringt für eine Gegenbewegung. So.
auf Tagesbasis hier auch eine sehr schöne Umkehrkerze, wo man jetzt einfach mal, wie gesagt, abwarten muss, was wir hier jetzt sozusagen sehen. Ich persönlich, von meiner Einschätzung her, ich habe keine Glaskugel, aber ich gehe eigentlich eher von weiter fallenden Märkten aus. Ja, aber wie gesagt, schauen wir mal, was da kommt. So, dann kommen wir zu den Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe von YouTube oder unter den YouTube-Kommentaren. Ich trinke aber vorher einmal einen kleinen Schluck, einen Moment. So, also wie man merkt, auch ich habe keine Glaskugel logischerweise, lege mir aber anhand dieser Seasonal Musters immer so ein bisschen meinen Fahrplan für das Jahr zurecht, was erwarte ich, und dementsprechend manage ich dann meine Portfolios und time auch dementsprechend meine Nachkäufe. So, dann kommen wir mal zu den Fragen, die natürlich dann gerade in den letzten Tagen häufiger vorgekommen sind. Unter anderem, soll ich meinen Aktienanteil nun reduzieren? Das war so eine Frage, die ich häufiger gelesen bekommen habe. Das ist eigentlich etwas, was man immer liest, genauso wie wenn Leute in Kryptowährungen unterwegs sind und die natürlich noch mal viel volatiler sind, dass wenn man da größere Rückgänge hat, dass dann gefragt wird, ja, soll ich das nicht besser reduzieren? Da kann man eigentlich immer nur sagen, weder ich noch jemand anders kann da eine seriöse Meinung zu abgeben, sofern man das Portfolio nicht gesehen hat. Punkt 1 und Punkt 2, das finde ich immer besonders wichtig, gerade wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und diese betreue. Ich muss natürlich auch immer schauen, was ist der Zielrahmen? Ja, also wo soll das Ganze hingehen? Wie alt ist man? Was sind die finanziellen Möglichkeiten? Was ist die Zielsetzung? Was hat man noch vor im Leben? Das spielt alles mit rein. Deswegen sind diese Fragen leider Gottes immer viel zu pauschal, um darauf wirklich eine, meiner Meinung nach, seriöse Antwort zu geben. Ja, man kann das einfach nicht sagen. Für den einen ist der Aktienanteil vielleicht zu hoch, für den anderen ist es zu niedrig, kann man nicht sagen. Was ich aber auf jeden Fall an dieser Stelle mitgeben wollen würde, ist, dass Angst nie ein guter Ratgeber ist. Also weder Angst noch Panik ist ein guter Ratgeber. Und ich habe mal ein sehr interessantes Buch in dem Bereich Behavior Finance gelesen. Das fand ich sehr, sehr schön. Da wurde auch nochmal, ja, gut erklärt, wie das Gehirn sozusagen unter Einfluss von Geld, unter Einfluss von Gewinn und Verlusten funktioniert. Und da merkt man halt auch nochmal oder wird einem auch nochmal sehr schön illustriert, wie wichtig es eigentlich ist, dass man sich im Vorfeld eine klare Strategie macht, im Vorfeld überlegt, was mache ich, wenn, dann, ja, und nicht, wenn ein Ereignis eintrifft, dann erst sich Gedanken zu machen, was soll ich tun, weil da ist man in der Regel emotional, dann ist man in der Regel befangen und dann trifft man meistens die schlechten Entscheidungen. Ich glaube, die beste Entscheidung trifft man, wenn man eigentlich keine Entscheidung treffen muss. Und das ist der Fall, wenn ich einfach eine Strategie, einen Plan habe, denn dann brauche ich den sozusagen nur abarbeiten. Das möchte ich auf jeden Fall an der Stelle betonen und zusätzlich auch nochmal hervorheben. In der Regel ist es so, dass solche Fragen meistens dann kommen, wenn Personen auch oft nicht genug diversifiziert sind. Also auch hier, ich bin jemand, der Wert darauf legt, zu diversifizieren, ja, sowohl im Aktienportfolio zu diversifizieren, aber auch außerhalb dieses Aktienkosmos rechts und links zu schauen, was gibt es noch für Anlagemöglichkeiten. Und es gibt sehr, sehr schöne und sehr interessante Anlagemöglichkeiten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Mainstream sind, aber auch da bietet es sich einfach an, nicht alles im Aktienmarkt unterzubringen, sondern auch in andere Alternativinvestments zu tätigen. Und dann möchte ich gern zu der Frage auch nochmal abschließend sagen, dass sehr häufig ein Problem darin besteht, dass die Positionen zu groß gewählt werden. Ich hatte das vor kurzem auch im Gespräch mit einem Bekannten, der angefangen hat, in Aktien zu investieren und einfach die Einzelposition viel zu groß gewählt hat, bezogen auf das Gesamtportfolio. Ja, auch da muss eine sinnige Größe sein, auch da muss eine, ja, entsprechende Akzentuierung stattfinden, mit dem Ziel darauf, was möchte man eigentlich erreichen, ja, und nicht irgendwie nur zu schauen, was kann ich bekommen, sondern vielleicht sich auch Gedanken darüber zu machen, was kann ich denn verlieren, wenn ich so hoch in Einzelwerte investiere. Das zu dem Kommentar bzw. zu der Frage und dann eine weitere Frage, die ich mitgebracht habe.
lohnt es sich jetzt einzusteigen? Auch da kann man vieles, was ich gerade gesagt habe, was ich jetzt nicht nochmal ausführen möchte, sicherlich anwenden. Wichtig, Strategie im Vorfeld machen. Und dann ist meiner Einschätzung nach oder das, was ich oft merke in Gesprächen, dass es für viele Leute viel einfacher ist, Sparpläne zu nutzen. Ja, FX Flat bietet es mittlerweile oder Gott sei Dank ja auch an, Sparpläne aufzusetzen, was ich sehr begrüße. Und das nimmt, glaube ich, vielen auch einfach den Druck, die Entscheidung zu tätigen. Ja, gerade in solch volatilen Phasen, wenn man einen Sparplan laufen hat, dann funktioniert das Ganze mehr oder weniger automatisch. Man muss nicht immer aktiv die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das führt auch zu viel, viel Entlastung und kann gerade in solchen Phasen, wo es mal runtergeht, helfen, Stück weit günstigere Einstiegskurse zu erzielen, auch wenn die Wissenschaft mittlerweile gezeigt hat, dass dieser Cost-Average-Effekt auf lange Sicht gar nicht so stark ins Gewicht spielt. Sondern eigentlich viel entscheidender ist Time in the Market, also wie viel Zeit verbringe ich eigentlich tatsächlich im Markt. Ja, das zu den Fragen, die ich mir mal so rausgepickt habe zu dem aktuellen Kursumfeld. Und jetzt würde ich fast sagen, schauen wir einfach mal in die Watchlist, die ich mitgebracht habe. Wie gesagt, hier ganz wichtig, das sind zum Teil Werte, die ich selber im Portfolio habe, versuche ich das dazu zu sagen. Und ansonsten sind das auch einfach Werte, die ich persönlich einfach interessant finde, spannend finde, die ich mir immer mal anschaue. Gemischt, ja, sowohl Dividendenkandidaten als auch Tech-Werte, Value-Werte, alles mal so bunt zusammengemischt. Ja, vielleicht interessant für den einen oder anderen, sich hier die Liste mal mit anzuschauen. Also beginnen möchte ich mit einem, Klassiker, der meiner Meinung nach in einem Portfolio nicht fehlen sollte, das ist die gute Apple-Aktie, ja, beginnend mit A, hier alphabetisch. Nee, ich glaube, die Liste ist nicht alphabetisch, das ist alles durcheinander, das ist rein Zufall jetzt hier mit Apple. Was ich hier mitgebracht habe, bevor die Frage kommt, diese Übersicht ist von arriva.de. Es geht einfach darum, hier einmal zu zeigen, dass Apple ungefähr 0,51% Dividende zahlt, also nicht wirklich der Dividendenknaller. Dafür zahlen sie aber Dividende immerhin. Und das Interessante ist, diese Dividende steigt auch relativ ordentlich, im Durchschnitt 9% gemessen über die letzten 5 Jahre und fast 28% gemessen über die letzten 10 Jahre. Das ist ordentlich und das Ganze ist ein Quartalzahl, das heißt, wird viermal im Jahr ausgeschüttet und gleichzeitig steigt die Dividende, beziehungsweise haben wir keine Senkung erfahren seit 9 Jahren. Das finde ich für einen Tech-Wert schon gar nicht so verkehrt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier mal einen Chart mitgebracht von Apple. Ich habe hier mal dieses Geriffelte, sind die Widerstandszonen, die ich mir eingezeichnet habe. Das sind so ein bisschen die Kursniveaus, auf die ich schaue, die man spielen kann. Das Ganze, was man hier unten sieht, ist der EMA 200. Das sieht man auch da oben, also der gleitende Durchschnitt. Und das, was ich mir in diesem Zusammenhang dann anschaue, ist eigentlich nur, wie reagiert der Kurs an den entsprechenden Punkten. Und das, was wir hier sehen, das letzte klassische Pullback, was wir jetzt hier in diesem Abverkauf gesehen haben, reagiert schon ganz gut. Ja, wir sehen hier so eine schöne Umkehr. Das heißt, hier auf der doch zeigt, hier sind auf jeden Fall Käufer vorhanden. Ist eigentlich auch relativ logisch. Weil wenn man so einen Trend handeln möchte, dann positioniert man sich in der Regel hier auf den letzten Hochs und das haben sicherlich viele gemacht. Dementsprechend reagiert Apple hier sehr schön. Wenn wir mal ein bisschen eine Zeiteinheit tiefer zoomen, dann sieht man das Ganze nochmal viel stärker, auch das finde ich sehr, sehr schön, hier wirklich ein Bilderbuch-Pullback. Das heißt, wenn man hier ja solche Levels spielen möchte, dann kann man hier sicherlich mit Limit Orders in dem Bereich arbeiten. Dann hätte man hier jetzt in Kombination mit dem Turnaround Tuesday sicherlich einen schönen kurzen Trade machen können. Wie das Ganze, wie nachhaltig diese Erholung ist, wird sich jetzt noch zeigen. Da würde ich entsprechend noch mal ein bisschen warten, gerade auch dass hier die EMA 200 hier gerade sehr schön hochkommt in diesem Bereich. Vielleicht wird dieser Bereich auch nochmal getestet. Das bleibt auf jeden Fall in den Sternen, aber ich finde gerade Apple in dem Bereich, also um die 155, so in diesem Bereich finde ich es auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, das gegebenenfalls auszubauen. Ich bin, wie gesagt, bereits sehr gut positioniert in Apple. Dementsprechend wollte ich das einfach mal vorstellen, wenn ich es als interessanten Zeitpunkt gerade sehe.
So, dann habe ich AT&T mitgebracht. Ich denke, so ein Klassiker aus dem Dividendenbereich. Ja, also relativ hohe Dividende, die hier gezahlt wird, aber im aktuellen Kursniveau knapp 8%, ja, 8% Dividende, die hier gezahlt wird. Und gleichzeitig haben wir einen Quartalszahler und wir haben keine Senkung erfahren seit 38 Jahren. Dafür sind die Dividendensteigerungen etwas mager, aber das macht ja nichts. Bei 8% muss auch nicht mehr so viel gesteigert werden. Das ist, denke ich, schon ganz ordentlich. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie es sich gehört für einen Dividendenzahler, und das fällt wahrscheinlich vielen jetzt auf, komplett anderer Chart im Vergleich zu Apple. Ja, Apple kennt eigentlich nur eine Richtung, das ist gegen Norden. AT&T, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, über 6 Jahre läuft eigentlich nur seitwärts in einer riesigen Range. Und das ist toll. Warum ist das toll? Für uns einkommensorientierte Investoren ist es ja gar nicht so notwendig, dass die Aktie steigt, weil wir bekommen hier in dem Fall knapp 8% Dividende, und da reicht es ja, wenn der Grundkapitalstock erhalten wird. Und deswegen ist so eine Range, ja, bei AT&T zum Beispiel gar nicht verkehrt, und man kann ja sogar auch noch schauen, dass man vielleicht versucht, mit Limit Orders immer hier unten sich mal in den Markt reinnehmen zu lassen, um dann vielleicht hier auf diesem Niveau das Ganze wieder abzugeben, wenn man sowas denn spielen möchte. Das wäre auch eine Möglichkeit, AT&T zum Beispiel zu handeln. Und auch hier sehen wir gerade, wenn man sich das mal so ein bisschen auf Tagesbasis anschaut, dass wir uns wieder an einem sehr interessanten Niveau befinden. Auch hier eine Reaktion stattfindet auf dem EMA 200. Wie gesagt, ebenfalls sehr interessant. Auch da bin ich investiert. So, dann haben wir Altria mit im Angebot, auch um die 7% Dividende, ebenfalls sehr lange keine Dividendensenkung, 52 Jahre. Dafür aber noch sehr ordentliche Steigerungen, das ist auf jeden Fall hervorzuheben bei der generell schon hohen Dividende. Und was hier auffällt, dass wir, auch hier bin ich investiert schon seit mehreren Jahren, dass wir hier gerade in diesem Bereich eigentlich schon das Gefühl hatten, dass die Aktie sich ins Nirvana verschwindet, dann aber, wie gesagt, hier einen echt schönen Turnaround geschafft hat und natürlich jetzt alle sich freuen, die hier irgendwie unten sich getraut haben, einzusteigen, denn die Aktie ist aktuell auf jeden Fall auf einem sehr schönen Aufwärtstrend, ja, und kämpft sich hier gerade an dem an der 50 $-Marke vorbei. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann sozusagen hier die nächsten Hochs attackieren bei 56 US-Dollar circa. Denn dann sehe ich da auf jeden Fall erstmal Platz. Auch hier hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht. Ja, totgesagte leben länger. Ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine ethisch-moralische Frage, ob man solch eine Firma investieren möchte. Ich für meinen Teil habe es getan. Und ja, muss sagen, dass sich dieser Wert in den letzten Monaten sehr gut entwickelt hat. So, Berkshire Hathaway, eine Aktie, die ich ebenfalls seit Ewigkeiten im Portfolio habe, hat nichts mit Dividenden, Zahlen und Investitionen zu tun. Es gibt unterschiedliche Aktien, die A- und die B-Aktie, und ja, ist sozusagen oder bildet so ein bisschen die Investition von Warren Buffett ab. Auch hier investiere ich in der Regel einmal im Jahr einen Einmalbetrag rein und lasse das Ganze einfach laufen. Hier hatte man auch, ja, gerade in 2020 sehr schöne Einstiegsmöglichkeiten. Ja, bin ich auch schon seit mehreren Jahren einfach investiert, lasse das Ganze laufen. Und auch hier würde ich nicht auf die Idee kommen, das Ganze zu verkaufen oder abzustoßen, nur weil wir jetzt zum Beispiel mal einen stärkeren Rücksetzer gesehen haben, sondern hier würde ich eher so in diesen Bereichen, wenn man denn noch nicht investiert hat, vielleicht mal schauen, nach Umkehrsignalen Ausschau halten und gegebenenfalls hier diesen Pullback auf diese Seitwärtszone zum Beispiel mal spielen. Ja. Dann haben wir einen weiteren klassischen Dividendenzahler, Golgate. Und ja, Dividende hier nicht spektakulär, so um die 2%. Keine Senkung erfahren seit 59 Jahren. Immer noch kleinere Steigerung, 2% Dividendenrendite aktuell. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir uns hier in einem riesigen und einen sehr nachhaltigen Aufwärtstrend befinden. Wenn man sich das mal anschaut, hier von 2009 an bis jetzt, hat sich der Wert ja gut verdreifacht, von 25, ja fast vervierfacht sogar.
Und dementsprechend ist die Dividendenrendite dann natürlich nicht zu hoch. Was ich hier interessant finde gerade, dass wir uns auch hier in einem schönen Pullback-Bereich befinden, fast auf Allzeithoch. Hier gerade sieht man auch, dass die Aktie schön am Reagieren ist. Und auch da, vielleicht bekommt man im Rückgang hier auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie hier in den Bereich um die EMA 200 einzusteigen. Dann hätte man auch nochmal eine bessere Dividendenrendite zum Einstieg. Und ansonsten ist das auch ein grundsolides Investment, was man auf jeden Fall mal sich anschauen kann. Ja, IBM habe ich noch mit von der Partie. 27 Jahre keine Dividendensenkung. Jährlicher Dividendenzuwachs ebenfalls noch ganz ordentlich. Aktuelle Dividende 5%. Kann man auch nicht meckern. IBM ebenfalls ein Wert, auf dem sehr oft, finde ich, rumgehackt wird, weil er einfach nicht wirklich steigt, ja, im Vergleich zum Beispiel zu einer Apple. Aber das finde ich, wie gesagt, nicht wirklich dramatisch, weil die Dividende einfach ordentlich ist. Und auch hier hat man die Möglichkeit, diese Seitwärtsphase zu spielen, wenn man das denn möchte. Man hat hier immer mal Möglichkeiten, sich mit Limit Orders in diesem Bereich einzukaufen, um dann zum Beispiel, wenn man denn möchte, an der Oberseite das Ganze auch mal wieder zurückzugeben. Ist zumindest etwas, was in den letzten 4, 5 Jahren ganz gut funktioniert hätte. Und für die Haltedauer bekommt man auch ebenfalls immer noch mal gute 5% an Dividendenrendite. So, ja, Johnson & Johnson, ein Wert, den ich immer mal beobachte, aber aktuell noch nicht im Portfolio habe. Das ist, glaube ich, der erste, den ich von den bis jetzt vorgestellt noch nicht im Portfolio habe, weil der mir immer ein Stückchen weit zu teuer war. 60 Jahre keine Senkung und immer noch eine gute Dividendensteigerung. Wir stehen aktuell bei ungefähr 4%. Was ich hier jetzt gerade sehr, sehr schön finde, ist, dass wir in diesem Bereich bei der 156, 157 hier reagieren und jetzt einfach mal gucken, wie es sich verhält. Vielleicht haben wir ja sogar noch die Möglichkeit, hier unten das Ganze mal einzusammeln. Ich denke mal, dann wird die EMA 200 auch noch mal ein Stück weit hochgekommen sein, um vielleicht mit der Limit Order da so ein kleines Abstauber-Limit mal reinzulegen, um nochmal so ein bisschen was bei der Dividendenrendite rauszuholen. Ja, ob das so kommt, wird sich zeigen, aber auch den Wert finde ich grundlegend durchaus interessant und solide. Netflix nehmen wir mal mit auf, beziehungsweise wollte ich mit aufnehmen, ist eine Position, die ich ebenfalls habe und die natürlich sehr gelitten hat. Ja, das ist nicht so schön, das jetzt hier so anzusehen, aber auch das gehört einfach dazu. Wir waren hier knapp bei 700 und das Ganze hat sich hier im Peak, ja, einmal einfach halbiert innerhalb von wenigen Wochen. Umso mehr ist es natürlich interessant für die Leute, die vielleicht noch nicht zum Zuge gekommen sind, dass man sagt, okay, ich baue hier meine Position mal auf, dann ist das hier, glaube ich, gerade ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt, um hier irgendwie aktiv zu werden. Logischerweise keine Handelsempfehlung, aber es ist etwas, wenn man noch nicht investiert ist, hier in diesem Bereich, ja, aber knapp 50% Abschlag vom Hoch, ja, im Bereich dem EMA 200 auf den letzten Widerstandsbereichen, die jetzt sozusagen ihren Pullback bekommen haben nach Jahren, da könnte ich mir vorstellen, dass man auf jeden Fall mal eine Gegenbewegung sieht. Vielleicht nicht gleich bis zum nächsten Hoch, aber auf jeden Fall hier mal so vielleicht in diesem Bereich. Wird sich zeigen, ob es so kommt. Bei Netflix würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Ja, dann habe ich noch die gute Starbucks-Aktie mitgebracht. Auch die hat ein bisschen gelitten. Ich bin nach wie vor auch Starbucks-Aktionär und fühle mich da auch wohl. 2% Dividendenrendite, sehr schön Dividendenwachstumsrate mit 15 bis 20%. Je nachdem, welchen Durchschnitt, welchen Zeitintervall man sich hier anschaut. Das Ganze ist jetzt auch wieder, beziehungsweise zum ersten Mal seit langer Zeit, mal wieder hier in diesem Pullback-Bereich gelaufen und fängt auch hier an zu reagieren. Ebenfalls in dem Bereich ist auch die EMA 200. Auch die kann man mal mit auf den Schirm nehmen, so, und dann schauen, ob man vielleicht hier so ein Abstauberlimit bei diesem Gap Close hier positioniert, irgendwo so um die 87 bis 90. Ich glaube, das wäre ein ganz schöner Einstiegszeitpunkt bei Starbucks, wenn man nicht schon investiert ist. Und zu guter Letzt eine Aktie, die ich tatsächlich völlig verpasst habe und leider nicht in meinem Portfolio habe, das ist die gute Microsoft. 0,8% Dividendenrendite, sehr schöne Dividendensteigerung,
keine Senkung seit 18 Jahren. Ja, liegt schlussendlich auch daran, dass sie einfach nur eine Richtung kennt, jetzt aber hier ein bisschen korrigiert haben bei 296. Im Hoch waren wir ungefähr so bei, ja, 250. Ja, ist wie gesagt hier sehr schön zurückgekommen, das letzte Unterstützungsniveau auf die EMA 200. Ich denke, auch das könnte durchaus in den nächsten Tagen, Wochen interessant werden für Leute, die Microsoft ebenfalls in ihrem Portfolio spielen möchten. Ansonsten waren das meine 10 Werte für den Start in das Jahr 2022. Wenn Fragen dazu sind, gern im Nachgang an mich per Mail oder auch jetzt. Ich würde jetzt einmal die Fragen durchgehen und ja, einfach mal schauen, ob hier noch Fragen zu dem aufgetaucht sind, denn ansonsten wäre ich jetzt mit meinem Content für heute auf jeden Fall erstmal durch. So. Ah, ich sehe eine Frage. Würdest du jetzt als Investor einsteigen oder noch warten? Ich glaube, die Frage habe ich versucht so ein bisschen zu erklären, Thorsten, dass ich das ja, wie gesagt, von meiner Warte her nicht beurteilen kann, ja, was jetzt für dich in deinem Fall sinnig ist, weil ich einfach nicht weiß, was deine Ziele sind und wie du aufgestellt bist. Deswegen würde ich sagen, es ist sehr unseriös von meiner Seite hier eine Empfehlung abzugeben. Ich für meinen Teil habe ja so ein paar Kandidaten vorgestellt, die ich für mich persönlich attraktiv finde, ja, zum Beispiel so eine Microsoft oder für einen Rebound, zum Beispiel eine Netflix-Aktie. Aber wie gesagt, um das seriös beurteilen zu können, ob das für dich auch sinnvoll ist, dafür müsste man einfach viel mehr Informationen haben. Das hoffe ich, kannst du mir nachsehen. Ich meine etwa 20 Jahre. Also ich sag mal so, wenn du eine Haltedauer von 20 Jahren hast, ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es fast egal ist, wann du einsteigst, weil ich meine, dass es viele Studien gibt, die gezeigt haben, dass man immer so 7, 8 Jahre oder vielleicht 9 Jahre Haltedauer einplanen muss, um zumindest irgendwie plus minus null aus der Sache rauszugehen, wenn du am absoluten Hoch, also am schlechtesten Punkt kaufst. Wir befinden uns ja jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Prozent vom Hoch entfernt, dementsprechend wäre das, ja, auf so eine Haltedauer von irgendwie 20 Jahren würde ich mir da weniger Gedanken machen, sondern dahingehend eher überlegen, ob es nicht sinnig ist, sich diese Gedanken gar nicht zu stellen und dann das zum Beispiel über Sparpläne abzuwickeln. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, sich gar nicht den Kopf machen zu müssen, wann kaufe ich nicht, sondern das Ganze automatisiert über den Sparplan laufen zu lassen und den zum Beispiel ja, nahe der aktuellen Zeit halt beginnen zu lassen, das Ganze anzupassen, dass man wirklich vielleicht monatlich oder quartalsweise einen Betrag hat, den man dort investiert und dann das Ganze halt laufen lässt. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Wie gesagt, das waren so die Themen, die ich mitgebracht habe und würde fast sagen, die nächsten Webinare habe ich ja auch gezeigt, wann das nächste Webinar von mir hier stattfindet in der Kooperation mit FX Flat. Ja, und ansonsten weiß nicht, lieber Nelson, hast du noch was zu sagen? Ja, genau. 22. März ist ja der nächste Termin. Alle kriegen nochmal auch eine E-Mail mit dem neuen Link. Sie müssen sich neu registrieren. Ansonsten, prima, weil du ja Microsoft angesprochen hast, heute nach Börsenschluss kommen die Earnings raus. Vielleicht auch interessant. Gut. Und ich habe auch eine Studie im Hinterkopf, allerdings weiß ich nicht mehr, welche das war. Und da haben sie auch analysiert, wirklich egal welcher Zeitpunkt, dann wann man wieder im Plus ist sozusagen. Und ich habe in Erinnerung 12 Jahre, also wirklich egal welcher Zeitpunkt, aber bitte da selber nochmal recherchieren, hier ohne Gewähr. Und entsprechend da mal gucken. Aber man muss natürlich, wie du auch gesagt hast, jeder selber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, dann von meiner Seite auch. Also wie gesagt, hier kommt nochmal die Frage, ob du die Termine nochmal zeigen könntest.
Das müsste der Ja, 22. kann ich machen, warte. März, 24. Mai und Genau, dann. ich schaue mal kurz zurück. Ui, das waren noch viele Folien. Warte mal, hier haben wir sie nochmal, ja. Genau. Genau, ja, wie gesagt, und ansonsten, genauso wie das der Nelson auch gesagt hat, ich glaube, es kommt immer darauf an, was für ein Zeithorizont man sich anschaut, aber ich glaube auch hier ganz klar die Message, ne, ob es jetzt 12 Jahre, 13 oder halt 10 sind, wenn man einen langen Zeithorizont hat von mehreren Dekaden, dann gilt es eigentlich nur ins Tun zu kommen, dass man anfängt zu investieren. Und das vielleicht am besten über einen Sparplan, sodass man es ratierlich macht. Ich glaube, das ist immer so das Beste, um einfach reinzukommen. Prima. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ich bedanke mich bei dir, Julian, für das Webinar heute. Wieder sehr interessant. Sehr Freue mich auf gerne, sehr die gerne. nächsten Webinare mit dir zusammen. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren. Wünsche ich noch einen schönen Abend. Wie gesagt, heute Abend Microsoft und noch andere Earnings, die vielleicht interessant sind. Morgen die FED-Sitzung auch vielleicht das im Hinterkopf behalten. Und ansonsten wünsche ich natürlich viel Erfolg für die Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und Julian, du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank, lieber Nelson, für die Möglichkeit heute. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Webinar mit euch und an der Stelle, ja, bleibt gesund. Liebe Grüße aus Braunschweig und wie Nelson schon sagt, passt auf eure Positionen auf. Macht's gut. Ciao.